Couleur. Wir nähen heute eine alte Tasche neu. Wer unseren Shop kennt, weiß, dass wir in den letzten Wochen viel getan haben. Wir haben neue Korkdesigns ins Programm genommen, unsere ganz eigenen Designs selbst entworfen, selbst gezeichnet, haben sie drucken lassen bei unserer portugiesischen Händlerin. Insofern sind diese neuen Korkdesigns auf derselben sehr hochwertigen Qualität gedruckt und eben verarbeitet, wie ihr sie von uns kennt. Die Panels und relativ wilden Drucke sind jetzt in eine Tasche eingefasst, und damit wir auch sichtbar machen, dass das eben Kork ist, habe ich in diese Tasche einen Rahmen eingebaut, wo der Naturkork in seiner Ursprünglichkeit einfach wunderbar wiedergegeben wird. Dasselbe haben wir eben mit den bunten Designs gemacht. Diesen Naturkork gibt es jetzt auch in Farbe, den haben wir auch aufgenommen. Und los geht's jetzt mit dieser neuen Tasche. Für diese Tasche, die wir jetzt im Tutorial zusammen nähen, habe ich diesen traumhaft schönen Poppy-Kork oder Mundstoff-Kork ausgesucht. Farblich passend dazu den grünen Naturkork. Sie bekommt ein knallrotes Futter aus Oilskin. Dann brauchen wir dazu ein klein bisschen unseres Stabilisierungsvlieses. Und für die Aufhängung der Taschengriffe ein Reststück Flisofix, einen langen Taschenriemen. Ihr seht, das passt natürlich farblich jetzt alles perfekt zusammen zu unserem Unikork. Und wenn wir mit dem langen Taschenriemen die Aufhängung machen, brauchen wir noch ein klein bisschen Zubehör und einen wunderschönen Locksknopf. Die Tasche ist so gerechnet, dass praktisch keine Reste bleiben. Alles wird verwertet an Kork. Wir schneiden die Platte jetzt so, dass auch der Rahmen hinterher, in der das Panel gefasst wird, wirklich immer in derselben Laufrichtung des Korks erscheint. Wir schneiden zwei Stücke 14 auf 50. Zwei Stücke 8 auf 50 und dieses verbleibende Stück dreht ihr nun 90 Grad und schneidet daraus. So, gucken, dass man eventuell hier die Linie einmal begradigt. Wichtig. Sagen wir mal, das ist der Rest. Und da schneidet ihr jetzt vier Streifen a 6 cm über diese gesamte Länge. Und aus dem Stück, was übrig bleibt, schneidet ihr nochmal zwei Streifen a 3 cm für die Aufhängung der Taschengriffe. Und das wird, das könnt ihr hier noch entfernen, den Rand, das wird dann eine kleine Innentasche im Innenfutter. Das heißt, dieses ganze Stück ist komplett genutzt. Die Panel, die ihr bei uns kauft, haben eine Größe von 35 auf 50 cm. Für die Tasche müssen wir dieses Panel auf eine Größe von 25 auf 40 cm reduzieren. Das heißt, ihr müsst einen bestimmten Bildausschnitt hier wählen. Ich lege mir dafür auf meine Schneidematte, die nutze ich jetzt einfach als Größe. Wir haben jetzt hier 10, 20, 25 cm. Mal den oberen Streifen an und den unteren und die zwei Seitenstreifen.
Und dann könnt ihr ein bisschen jonglieren, ob ihr das Ganze mit etwas mehr Licht vom Bild nach oben auslaufen lassen wollt, ein bisschen was von unten wegschneidet. Da müsst ihr dann für euch eben ein bisschen schauen, wie euch der Bildausschnitt am besten gefällt und ihn dann auf, wie gesagt, 25 Höhe, 40 Breite zuschneiden. Jetzt nähen wir den Korkrahmen um das zugeschnittene Pendel drumherum. Zuerst befestigt ihr die zwei kurzen Seitenteile rechts und links am Pendel. Das macht ihr mit Wonder Clips. Und näht es dann mit 1 cm Nahtzugabe und 2,5 mm Stichlänge der Länge nach ab. Ihr klappt jetzt das angenähte Korkstück herum und steppt dann hier entlang, also die Nahtzugabe schaut nach außen, hier entlang mit einem 3 mm Stich einmal über die Kante. So habt ihr einfach eine sauber angenähte Kante. Dasselbe macht ihr auf der gegenüberliegenden Seite. Ich habe jetzt oben Unterteil angesteckt. Bitte achtet darauf, dass der breite Streifen, der auch der Taschenboden ist, richtig herum angesteckt ist. Nicht, dass der versehentlich oben hinkommt, dann müsst ihr alles auftrennen. Also die Richtung auch im Panel muss dann stimmen. Jetzt näht ihr das genauso an wie die Seitenteile, schlagt es um, steppt wieder die Kanten ab und dann ist eine Seite schon fertig. Die Mondblumen sind in einen tollen Rahmen gefasst, passt alles besser zusammen. Wir nähen jetzt die Außentasche weiter, das heißt, ich lege beide Teile rechts auf rechts zusammen. Dann müsst ihr aufpassen, dass diese Anstoßkanten gut aneinander treffen, die untere genauso. Das Ganze natürlich von der anderen Seite auch. So. Dann legt ihr die Tasche so vor euch hin, dass der Taschenboden nach unten zeigt. Und ihr zeichnet euch eine Bodenecke von 6x6 cm zu. Einfach mit einem hellen Kreidestift oder mit Schneiderkreide markieren. 6x6, die andere Seite identisch. Dann schneidet ihr die Bodenecke aus. Gerne beide Lagen auf einmal schneiden. Und genau dasselbe macht ihr auf der gegenüberliegenden Taschenbodenseite. Jetzt nähen wir die gesamte Außentasche zu, das heißt beide Seitenteile und den Taschenboden. Die ausgeschnittenen Bodenecken, die bleiben offen, nicht zunähen, ganz wichtig. Wenn ihr wollt, könnt ihr über diese dickeren Wülste, die ja durch die Nahtzugaben entstanden sind, zweimal vor und zurück gehen, das gibt einen besseren Halt. Und um es nicht zu vergessen, ich nähe diese Tasche jetzt ausnahmsweise komplett mit einer 100er Jeansnadel, weil doch hier und da eben gerade diese dickeren Wülste entstehen und da müssen nicht ständig die Nadel wechseln. Die Bodenecken falte ich jetzt auf beiden Seiten nacheinander. Wichtig ist, dass die Nahtzugaben einmal nach rechts und einmal nach links schauen
und die Nahtzugabe, die am Taschenboden läuft, die schaut bei beiden Bodenecken in dieselbe Richtung. Also ihr müsst euch entscheiden, entweder nach rechts oder nach links. Dann heftet ihr das fest. Und näht die Bodenecke mit 1 cm Nahtzugabe ab. Auch hier könnt ihr über die mittlere Nahtzugabe dann über diesen dickeren Wulst gerne zweimal drüber nähen. Die Tasche ist gewendet. Sie ist jetzt noch ein bisschen sehr weich in der Form. Eigentlich hätte sie jetzt die klassische Shopperform, einfach mit abgerundeten Ecken, abgerundetem Boden. Da ich aber der Tasche so ein bisschen was von einer festeren Handtasche geben möchte im Charakter, habe ich den Taschenboden unten knappkantig nochmal abgesteppt und steht die Tasche einfach gut. Ja? Ein Shopper, der kippt immer mal schnell, wenn nichts Schweres drin ist, aber diese Tasche, da ist jetzt auch nichts drin. Die steht einfach. Wie das geht, zeige ich euch jetzt mal. Es sieht kompliziert aus, ist aber ganz, ganz einfach. Ihr legt die Tasche hin und faltet den Taschenboden. So, dass er schön parallel liegt. Die Ecken treffen hier aufeinander. Dann steckt ihr euch das einmal oben, einmal unten. Und dann nähen wir es fest. Der Boden liegt wieder flach. Wir nähen zuerst beide Seitenkanten und dann die Bodenecken. Ihr nehmt einen 3 mm Geradstich. Ihr könnt dann auch den Dreifachstich verwenden, der sehr plastisch ist. Ihr näht bis an die Spitze der Bodenecke. Und vernäht jetzt den Faden. Und jetzt kommt die zweite Seite dran. Also ihr seht jetzt schon, wie schön fest und kompakt das ist. Auch an der gegenüberliegenden Seite fangt ihr wieder an der Bodenecke an. Faden gut vernähen am Anfang. Einmal wirklich knappkantig, Abstand mit 1 mm. Nähen, das geht gut auch mit dem Schmalkernfuß. Dann faltet ihr euch die Bodenecke flach, steckt einen Clip an und näht jetzt auch wieder von Ecke zu Ecke. Der Taschenboden ist schön flach und auch schon ein Stück weit stabil. Die Tasche jetzt hinstellen, bleibt sie stehen. Der Korpus ist noch sehr weich, da braucht jetzt noch das stabile Tascheninnenfutter. Das nähen wir jetzt aus Oilskin und unserem Taschenvlies. Tascheninnenfutter im Korktaschen nähe ich ausgesprochen gerne aus Oilskin. Aus dem Grund, eine Korktasche ist bedingt waschbar. Ich packe sie überhaupt gar nicht in die Waschmaschine, weil sie das auch nicht braucht. Kork ist schmutzabweisend, antistatisch, setzt also auch keinen Staub an. Wenn mal Flecken drauf sind, reinige ich den mit einem feuchten Tuch und schon ist er wieder sauber. Taschenfutter sollte dann eigentlich auch mit einem feuchten Tuch zu reinigen sein und es geht hervorragend mit dem Oilskin. Das wird dann nicht so kneistig wie ein Baumwollstoff. Ihr braucht für die Tasche 50 cm Oilskin. Wir haben das mittlerweile in 7-8 Farben im Shop und ein Stück von unserem Taschenvlies einlagig. Das steppt ihr dann wieder in einem individuellen Linienmuster mit einem 3 mm Stich ab. Wichtig ist, auch hier beim Innenfutter werden Bodenecken von 6x6 cm ausgeschnitten. Das spart ihr dann beim Absteppen natürlich aus, nicht dass sich dann diese genähten Linien öffnen. Eine Seite des Tascheninnenfutters ist jetzt mit der Korktasche versehen.
Die habe ich oben einmal am Rand abgesteppt, aufgelegt und außenrum festgenäht. Ihr müsst jetzt das Taschenfutter, beide Teile rechts auf rechts zusammenlegen. Achtet bitte darauf, dass die Öffnung der aufgelegten Korkinnentasche natürlich nach oben zeigt. Das heißt, hier unten kommen eure Bodenecken hin. Nicht verwechseln, sonst wenn ihr nachher alles zusammenlegt, habt ihr die Tasche, die mit der Öffnung nach unten zeigt. Alles schon passiert, deswegen sage ich es extra nochmal. So, ihr legt es zusammen, also nochmal schauen, hier oben ist die Öffnung und hier unten zeichnet ihr euch die Bodenecken ein, 6x6 cm und schneidet sie aus und dann steckt ihr euch mit Wonderclips das Futter außenrum nochmal zusammen. So schaut das Tascheninnenfutter zusammengelegt aus. Die Bodenecken wurden markiert und genau ausgeschnitten. Ihr seht, ich habe jetzt hier unten, das ist der Taschenboden, zwei Clips stecken. Ihr näht nachher die Seiten zu und am Boden nur diese 5 cm, sichert hier die Nahtzugabe gut. Und das ist die Wendeöffnung für die Tasche, die bleibt offen. Die Bodenecken natürlich auch. Beide Taschenteile sind fertig. Das Futter hat hier unten die Wendeöffnung. Und jetzt schieben wir die Tasche rechts auf rechts ins Taschenfutter hinein. Dabei sitzen beide Bodenecken, also vier Bodenecken praktisch aufeinander. Sieht, das passt ganz genau. Und dann drückt ihr die Nahtzugaben nach rechts und nach links vom Futter und von der Außentasche. Das muss ganz passgenau sein. Und steckt euch da einen ersten Wonderclip hin auf die eine Seite. Dreht das Ganze herum. Und macht das auch auf der zweiten Seite, dass das passgenau ist. Dann könnt ihr das Ganze mal spannen und sehen, es stimmt von der Abmessung her. Und dann steckt ihr euch den äußeren Rand oben einmal mit Wonderclips komplett ab und näht es mit 1 cm Nahtzugabe einmal außenrum zu. Die Taschen sind zusammengenäht. Ich fasse jetzt durch die Wendeöffnung im Boden und ziehe die Außentasche hindurch. Das rote Oilskin sieht klasse aus dabei, fällt mir unheimlich gut. Jetzt könnt ihr schon die Bodenecken im Futter mit den Fingerspitzen ein bisschen herausarbeiten. Dreht das Ganze, die andere Seite auch. Und jetzt seht ihr, die Wendeöffnung ist noch offen. Die fasse ich mir jetzt zusammen. Da ist ja 1 cm Nahtzugabe mit drin. Die stecke ich zu. Und schließe sie dann direkt mit der Nähmaschine. Dann ist die Bodenöffnung zu. Kann dann noch nichts reinfallen in die Tasche. Wer der absolute Perfektionist ist, kann das natürlich mit Matratzenstich von Hand auch zu. Es gibt jetzt ein bisschen ein Gefurchtel, aber das Taschenfutter muss jetzt in die Tasche rein. Ihr drückt es einfach erstmal rein, gibt jetzt so einen Sack. Ja, dann guckt ihr auch, dass die Bodenecken jetzt im Prinzip ja wieder in die andere Richtung zeigen. Es muss jetzt alles nach außen gestülpt werden, in diese Bodenecken, dass sich das findet. Das gibt dann die Stabilität in der Tasche. Andere Seite macht ihr identisch. Ist kein großer Kraftaufwand. So. Wenn das alles passt, ihr seht auch, jetzt hat die Tasche einfach schon mehr Stand und sieht nach Handtasche aus. Jetzt wird der obere Rand noch ganz perfekt abgesteckt. Die obere Taschenkante soll sauber abgesteppt sein. Da
Das heißt, wenn ihr sie von außen seht, soll das Innenfutter nicht hervorspingsen. Das ist ganz besonders wichtig, wenn ihr mit so einem Farbkontrast arbeitet. Dazu schiebt ihr das Futter etwas nach unten und rollt praktisch zwischen den Fingern den Kork hoch und steckt ihn dann. Ja, das heißt, der Kork schaut einen guten Millimeter über das Taschenfutter hinaus. Ihr seht jetzt hier nichts und das Ganze wird einmal außenrum sehr, sehr sorgfältig abgesteckt. Lasst euch da Zeit. Und wenn das einmal außenrum gesteckt ist, dann wird entlang der oberen Kante mit ungefähr 5 mm Abstand in einem 3 mm Stich die Tasche außenrum nochmal abgenäht. Im nächsten Arbeitsschritt kommen die Taschengriffe dran oder ein Schulterriemen. Alle drei Taschenvarianten, die hier stehen, werden wir im Shop als komplette Materialpackung anbieten. Wer die Tasche gerne individuell zusammenstellen möchte, aus unterschiedlichen Panels, unterschiedlichem Kork, geht dann nach der Materialliste, die wir wieder bereitstellen, und stellt sich sein Set fertig zusammen. Wir haben zwei Möglichkeiten der Taschengriffe. Wir haben einmal den 80 cm Griff mit 2 cm Breite, wo die Tasche eben nicht variabel ist. Sie hängt dann einfach an der Schulter oder kann in der Hand getragen werden. Oder eben, was ich sehr angenehm finde, den 140er Griff. Das ist der einzelne Riemen auf 3 cm Breite, der über diesen Verstellschieber reguliert werden kann. Mit den zwei dazu passenden Aufhängungen dann an der Tasche montiert. Das zeige ich euch jetzt im Detail. Bei dieser Tasche ist es zu sehen, der Griff wird einfach ganz zum Schluss von außen angebracht und zum Schluss wird der Locksknopf eingesetzt. Das müssen wir jetzt nicht nochmal extra zeigen. Das ist wirklich ganz einfach. Kommen wir jetzt zu dem langen Schulterriemen. Aus den zwei 3 cm langen Streifen, die wir aus dem Panel geschnitten hatten, habe ich jetzt die Aufhängung für diese Riemen gefasst. Das heißt, die sind zusammengebügelt mit Flisofix, zur Hälfte gekürzt und einmal außenrum abgesteppt. Jetzt bringen wir diesen Verstellschieber in den Schulterriemen rein. Das heißt, ihr fädelt zur einen Seite ein und einmal hindurch und näht das Ganze hier einmal fest. Dann schiebt ihr eine Aufhängung durch den Riemen durch und schiebt das andere Ende durch den Verstellschieber und auch da wieder durch. Ja, das fällt jetzt hier lose. Und auch das Ende, das zweite Aufhängungsstück, schiebt ihr an das Ende des Taschenriemens und näht den hier auch zu. Jetzt ist der Riemen komplett so genäht, dass er längenregulierbar ist. Ja, ihr zieht oder kürzt ihn eben und die zwei Aufhängungen sind mit eingebracht. Das heißt, diese Anschlussstücke, die dann an die Tasche kommen, können nun hier durchgeschoben werden und werden an die Tasche angesetzt und fertig drauf genäht. Dann habt ihr den Schulterriemen montiert. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch, wie die Aufhängungen wirklich perfekt in diese Ringe passen. Ihr schneidet euch ein Stückchen Flisofix zu, also in dem Fall 3 cm mal 12,5 und bügelt das auf die Aufhängung auf. Lasst es gut auskühlen. Das hier ist schon ausgekühlt und zieht es ab. So. Und dann bringt ihr es in den Ring rein, legt es kantenbündig aufeinander.
muss ganz exakt sein. Und dann geht er mit dem Bügeleisen drauf, drückt es gut fest. So, dann ist die Aufhängung wirklich gut geklebt. Ja, da geht nichts auseinander. Es geht vor allen Dingen auch, wenn es jetzt nicht geklebt wäre, ja, es wölbt sich nicht, wenn ihr es nur oben und unten festnäht an der Tasche. Dann kann es an der Tasche angebracht werden. Das mache ich jetzt am anderen Ende genauso. Und dann zeige ich euch, wie wir diesen Schulterriemen an beiden Enden diagonal an die Tasche anbringen. Normalerweise würde ich diese Riemen entweder vorher einfassen in die Taschenumrandung oder jetzt auch seitlich dran setzen, aber die Nähte hier werden unheimlich dick. Dafür braucht es dann eine Industrienähmaschine. Um es mit den normalen Haushaltsnähmaschinen noch hinzukriegen, setze ich die Riemen diagonal versetzt. Einen nach vorne, dass er bündig läuft mit dieser Umrandung, das sieht ganz hübsch aus. Ihr könnt ihn aber natürlich auch variieren und weiter zur Mitte hinsetzen und den anderen spiegelverkehrt an diese Seite. Das Ganze wird jetzt einmal hier unten in der vorgegebenen Naht, die ihr schon auf den Riemen aufgebracht habt, abgesteppt und einmal hier oben beidseitig. Schön sieht es aus, wenn ihr natürlich die obere Umrandungsnaht trefft. Und dann näht ihr es hier unten noch einmal fest. Achtet darauf, dass es auch gerade ist, dass ihr ihn nicht schräg annäht. Die Tasche bekommt als Außenverschluss einen dekorativen Locksknopf. Dafür nehme ich mir die Mitte der oberen Kante, das sind hier die 23 cm, markiere ich mir. Vorher habe ich die Tasche mit Wonderclips oben geschlossen, dass sie wirklich kantenbündig läuft. Jetzt öffne ich das. Schlage mir eine Öffnung. Hier hinein, notfalls muss ich mit einer kleinen Schere nochmal nachschneiden. Dann gehe ich mit einem Stift her und markiere mir gleich für die gegenüberliegende Seite auch die Einschlagstelle. Der Locksknopf besteht aus Oberteil und Unterteil und jedes Teil hat eine Abdeckplatte und eine Verschraubung. Das heißt, ich gehe mit dem oberen dekorativen Teil durch die Öffnung durch, lege das Unterteil auf die Verschraubung und drehe es jetzt fest. So sitzt mein Oberteil. Das Unterteil öffne ich ebenfalls. Und dieses Gegenstück kommt jetzt auch von außen, ja, durch die Tasche durch. Verschraubung liegt oben. Abdeckplatte kommt drauf und mit diesem Schlüssel von Locks wird jetzt dieses Teil auch aufgedreht. Dann zieht ihr am Oberteil, dann öffnet sich dieser Verschluss und ihr könnt Ober- und Unterteil zusammensetzen. Ihr seht die Vielfalt in der Farb- und Musterkollektion für dieses wirklich relativ simple Taschenmodell ist ganz groß. Zu den hier fertigen Taschen gibt es die Materialpackung und dann könnt ihr natürlich auswählen. Ich zeige euch jetzt mal alle Farben, die wir haben von diesem
bemusterten Kork. Es kommt ein tolles dunkles Rot dazu. Das ist der Basiskork, der naturfarbene. Und dann passt natürlich das Lissabon-Panel eigentlich zu allen drei. Ganz, ganz spannend ist auch die Wirkungsweise von dem Strandkorb. Je nachdem wird es ein bisschen düsterer oder eben auch sehr frisch. Da findet sich das Grün mit den Wolken, das Rot in dem Strandkorb und Blau ist einfach Wasser. Oder das naturbelassene Kork mit Natur pur und Strand, was eine schöne Verbindung ist. Ganz besonders gut gefallen mir meine zwei gezeichneten neuen Korkstoffe, die sind poppig und kräftig und spiegeln eigentlich genau mein Arbeiten wider. Ich finde es einfach Granate, diese Korks jetzt anbieten zu können, habe da wirklich Spaß und es kommt auch einfach im Laufe des Jahres noch mehr dazu. Das ist einfach die Exklusivität von uns bei Kork & Couleur. Meine eigene Colorful Kork Edition, die es nur bei uns gibt. Ihr seht, auch diese beiden Farbvarianten passen natürlich fantastisch zu den gemusterten Korks, aber auch zu allen unifarbenen Korkmustern. Passend dazu, die Griffe haben wir jetzt in ganz, ganz vielen Unifarben und in unterschiedlichen Größen. Wenn ihr Hilfe braucht in der Kombination, ruft mich an oder schreibt mich an. Ihr wisst, ich bin schnell erreichbar. Ich schicke euch Farbkombinationen, fotografiert. Wenn es Probleme beim Nähen gibt, meldet euch auch wieder. Ist alles kein Ding, da kann man ganz, ganz viel schnell klären. Ansonsten, ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Nacharbeiten dieser Tasche. Bleibt kreativ, bleibt gut gelaunt, bleibt gesund. Alles, alles Gute für euch und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Tschüss.